Schönen guten Tag. Wir sind weiterhin bei der Programmierung mit der Shell. Gell, haben da gesehen, es gibt Variablen und wie man mit diesen Variablen dort arbeiten kann, wie man etwas hineinschreibt. Gell. Und heute wollen wir jetzt etwas weitergehen. Und zwar, es gibt ja besondere Variablen. Das sind eigentlich keine Variablen, sondern das sind eben Möglichkeiten, um Informationen zu erhalten. Gell? Und zwar gilt das in der Shell oder auch im Skript. Gell? Also das gilt dann für die jeweilige Umgebung, in der man ist. Gell? Also entweder in der Shell oder im Skript. Und zwar, das, was man hier für die Programmierung sicher am häufigsten braucht, ist dieses $?. Und zwar ist das der Rückgabewert, der Exit-Code, des letzten Aufrufes, der gemacht wurde. Gell? Wenn wir da mal schauen, hier haben wir ein Echo. Wenn wir das machen, Echo, $?, dann bekommen wir eine 0 zurück. Gell? Und ja, 0 bedeutet normalerweise alles gut gelaufen. Gell? Wir können auch sowas machen, wir können ein Compare mal absetzen. Gell? Also Compare, dann brauchen wir zwei Dateien. Okay, passt, sind zwei, at und aus. Und wir bekommen gleich mal eine Meldung, dass die zwei Dateien nicht gleich sind. Schauen wir mal, was uns $? Sagt. $? Sagt uns 1. Mhm. Also, ja, und jetzt machen wir mal den Vergleich einer Datei mit sich selbst. Und hier wird kein Unterschied festgestellt. Und $? Liefert uns 0. Gell? Und jetzt machen wir einen Vergleich mit einer Datei, die es nicht gibt. Also das Add Bad mit bla bla bla. Gell? Schauen wir mal. Gell? Also bla 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 ist gefährlich, gibt es überall. Gell? Mhm. Aber hier nicht. Gell? Bekommen wir eine Fehlermeldung. Und wenn wir kontrollieren, gell, dann bekommen wir eine 2. Gell? Also CMP ist ein Instrument, das also nicht nur eine Ausgabe macht, um interaktiv festzustellen, was passiert ist. CMP liefert auch einen Exit-Code. Und diesen Exit-Code, den kann man jetzt abfragen. Jetzt meint man jetzt ja, wozu brauche ich das? Gell? Also bei der interaktiven Arbeit brauche ich es nicht, da brauche ich nur schauen, was rauskommt. Aber wenn ich ein Skript bin und als Skript Erfolg, Misserfolg, Fehler und so weiter oder bestimmte Ausgänge einer Verarbeitung eines Aufrufes abfragen soll, dann brauche ich oder dann ist fein, wenn ich Exit-Codes habe, die etwas aussagen. Gell? Und CMP hat hier drei Fälle, gell? Also 0, die verglichenen Dateien sind gleich. Gell? 1, sie sind nicht gleich. Gell? 2, gell, ich habe eine Datei nicht gefunden, gell. Also, und, ja, oder was anderes ist zum Beispiel grep, gell, also grep liefert mir auch Exit-Codes, die ich verwerten kann, gell. Machen wir mal cut von, ja, von, machen wir da vom aus, mhm. Okay, und da ist ein Echo drin, gell, machen wir mal cut aus, grep Echo. Und, aha, ich bekomme ein Ergebnis. Jetzt machen wir mal Echo, $?. Und was bekomme ich? 0. So, wenn ich jetzt nicht nach Echo frage, sondern nach bla bla bla, gell, bekomme ich kein Ergebnis. Und Exit Code ist 1. Gell? Also das Grep liefert mir ein Ergebnis. Gell? Also nichts gefunden. 1, etwas gefunden, 0. Und das kann ich dann in einem Skript auswerten. Gell? Also im Skript drin, wenn ich was automatisieren will, kann ich fragen, ist da was drinnen, ist nichts drinnen. Gell? Und dann kann ich den Exit-Code abfragen. Gell? Also dieses $?. Und das braucht man eigentlich relativ oft in der Programmierung mit Skript. Gell? Mhm. Jo, also $?. Das ist das letzte gestartete Programm, also der letzte Hintergrundprozess, den wir gestartet haben, und zwar die Prozess-ID. Also, ja,
Ja, wollen wir was aufrufen? Machen wir mal die Editor, gell? Mit dem Klammer, also mit dem Ampersand, gell? Okay, das ist also Hintergrundprozess, gell? Und wenn ich jetzt mache Echo Dollar Rufezeichen, dann kommt 20.090 zurück. Und 20.090, das ist die Prozess-ID meines Editors da, gell? Okay. Also, ja, manchmal fein, wenn ich etwas starte im Hintergrund, dann kann ich sofort aufschreiben, was es war, gell? Und ja, das kann ich dann gebrauchen. Ich weiß, welche Prozess-ID der Prozess hat, den ich gerade losgeschickt habe, gell? Das ja, kann man brauchen, gell? Ist nicht so, so in Gebrauch wie das Dollar-Fragezeichen, aber doch, gell? Dollar Dollar hingegen, gell, gibt die eigene, gell, die eigene Prozess-ID zurück. Gell, wenn ich jetzt mache Echo Dollar Dollar, gell, dann bekomme ich 9079, also 9079. Machen wir mal ein PS AUX, gell, grep 9079. Gell, und was hat denn da? Ja, das ist die Bash, gell. Und wem gehört denn die Bash? Die Bash gehört dem Karl, gell? Okay. Das ist also die Bash, in der wir hier gerade arbeiten. Gell? Also, Dollar, Rufezeichen, der letzte Hintergrundprozess. Dollar, Dollar, bin ich selbst. Gell? Jo. Also, warum brauche ich das, gell? Ja, wenn ich mir selbst was schicken will, gell? Also, dann brauche ich das, gell? Wenn ich selbst Gespräche führen will, dann brauche ich das, gell? Aber das brauche ich auch sonst manchmal. Und zwar, wenn ich zum Beispiel in Verzeichnis DMP eine Datei ablegen will und ich will da, dass die sich von anderen Dateinamen jetzt unterscheidet, die dort sind, gell? Dann gibt es Programme, die verwenden das Dollar Dollar dann, um einen Namen zusammenzubauen und geben diese eigene Prozesse die mit hinein, gell? Und damit hat man dann ja einen Namen, der doch ja, bestimmte Wahrscheinlichkeit hat, dass man keine Kollisionen trifft, gell? Wenn man eine Kollision macht, muss man es dann auflösen vorher, gell? Okay. Also ist das eine Möglichkeit, zum Beispiel solche Namen dann zu bilden, gell? Oder wenn ich unter, ja, unter RAN, gell? Dort habe ich dann verschiedene Prozesse, gell? Und ihre Prozess-IDs, gell? Und wenn ich selbst sowas ablegen will, dann muss ich mal wissen, welche Nummer habe ich denn, gell? Und mit Dollar, Dollar kann ich das abfragen, gell? Also es gibt Situationen, da muss man sich ausweisen im System, da muss man sagen, welche Prozesse die man hat, gell? Und mit Dollar, Dollar kann man das dann eben auslesen, gell? Sowohl in der Shell als auch in einem Shell-Skript, gell? Okay. So, ja, unter denen, was ist, wird am häufigsten gebraucht werden, gell? Natürlich das Dollar, Fragezeichen. So, und jetzt kommen wir zu den Argumenten. Und die Argumente, gell, also so wie man in C mit ja, ArcC und ArcV dann die Argumente auslesen kann, kann man das dann auch in der Shell machen. Und zwar, das Dollar 0, das ist der eigene Aufruf, gell? Okay, wenn wir das dann mal anschauen, da machen wir mal Echo Dollar 0, gell? Und ich bekomme, aha, ich wurde mit Bash aufgerufen, gell? Okay, macht Sinn. Ich bin die Shell, ich bin die Bash und so bin ich auch aufgerufen worden, gell? Okay. So, und dann haben wir auch neun Argumente, die wir direkt adressieren können, gell? Wir können also sagen, Echo Dollar 1, gell, bis Dollar 9 und dann werden die Argumente angegeben. Und hier wurden keine Argumente übergeben beim Aufruf der Bash, gell? Okay. Wenn ich das aber nicht in der Shell mache, sondern in einem Skript, dann kann ich den Namen des Skripts abrufen mit Dollar 0 und die ersten neun Argumente.
Gell? Okay. Also kann ich im Skript drinnen dann fragen, was dem Skript übergeben wurde. Gell? Also cut aus da zum Beispiel. Gell? Also hier wird zum Beispiel das, was übergeben wurde, ausgegeben. Gell? Okay. Also Echo Dollar 1. Und zwar nur das erste, das übergeben wurde. Wenn ich da zum Beispiel mache, so aus, gell? Bla und bla bla, gell? Was wird denn ausgeben? Nur das bla, gell? Also das erste wird ausgegeben. Okay. Ja, was kann ich noch abfragen? Ich kann Dollar Hashtag abfragen. Und das ist die Anzahl der übergebenen Argumente, gell? Also, wenn ich da zum Beispiel in aus drinnen das ausgebe und dann mache ich noch ein Echo, ja, mach mal Dollar Hashtag, gell? So viele Argumente. So, haben wir nochmal den Aufruf, gell? Also, bla wird ausgegeben und er sagt mir, dass ich zwei Argumente habe. Und recht hat er, gell? So, jetzt müssen wir uns da noch mal was überlegen. Moment mal, wie war denn das in C? In C wird der Aufruf mitgezählt. Und das ist jetzt ein Unterschied. Hier dieses Dollar-Hashtag liefert uns wirklich nur die Anzahl der übergebenen Argumente. Also nicht wie in C, wo der Aufruf mitgezählt wurde. Wäre dieses aus ein C-Programm, dann würde dieses Arg C in der Parameterliste von Main eine 3 liefern und nicht eine 2. Gell? Okay, also hier unterscheiden sich das von C, gell? C-Programme und die Shell in diesem Detail. Gell? Also in der Shell oder bei einem Shell-Skript wird Dollar Hashtag nur die Anzahl der Argumente liefern, wo eben der Aufruf nicht mitgezählt wird. Das ist wichtig. Okay, ja, das ist jetzt, das sind die ersten 9 Argumente, gell? Und jemand hat sich vielleicht schon gedacht, ja, und wenn ich mehr habe, gell? Ja, dann muss ich mir was überlegen, gell? Und zwar, da gibt es Dollar mit einem Sternchen und Dollar mit einem Klammeraffen, gell? Und jo, Dollar Stern und Dollar Klammeraffe, die geben mir die gesamte Argumentenliste als Ganzes, gell? Mit einem kleinen Unterschied, also Dollar Klammeraffe sollte Leerzeichen in den Argumenten interpretieren können und zusammenfassen, Dollar Stern nicht. Da wird es einfach aufgelistet und wenn Leerzeichen in Argumente sind, dann werden Argumente getrennt, gell? Soweit die Theorie. Die Praxis hat gezeigt, gell, dass dieses Dollar Klammeraffe das aber nicht immer so richtig hinkriegt. Gell? Und wenn man dann eine Schleife durchlaufen lässt über diese Argumente, dann werden auch Teilargumente, wenn sie mit Leerzeichen im Argument getrennt sind, eben getrennt. Gell? Also ein Argument kann dann in mehrere zerlegt werden. Und ja, das ist dann eben nicht so toll. Gell? Was aber immer funktioniert, ist das Shift. Gell? Also mit Shift können wir die Parameterliste um eine Stelle nach links verschieben und das Dollar 1, das erste Argument, geht dann verloren. Gell? Also ich kann jetzt da hergehen. Jo, ich mache mal da Echo Dollar 1. Gehen wir das kopieren und einfügen mit Y, Y und B und dazwischen drin machen wir ein Shift. Gell? Okay. Und das mit den Argumenten zählen, gehen wir mal schauen, Y, Y, B, so, also gehen wir Dollar 1 ausgeben, Anzahl der Argumente ausgeben, einmal Shift machen, wieder Dollar 1 ausgeben und die Anzahl der Argumente ausgeben. So, machen wir den Aufruf wieder mit zwei Argumenten und was bekommen wir? Wir bekommen bla und dann steht es sind zwei da. Dann machen wir das Shift und wir bekommen dann das nächste Argument und er sagt uns, du tust nur mal eines, gell? Ja, weil eines, das haben wir auch runterfallen lassen, gell? So wie bei den Lemmings, gell? Also da fällt auch einmal immer einer vorn runter, gell? Und wenn man da Shift macht, dann fällt auch das erste,
Argument fällt raus und das zweite wird zum ersten, das dritte wird zum zweiten und so weiter. Das heißt also, die Parameterliste wird um eines gekürzt, wird um eines kleiner. Gell? Und damit, mit diesem Shift, kann man ganz fein die Parameterliste dann Schritt für Schritt auslesen, gell? Ohne dass man hier diese Listengeschichten da braucht. Gell? Okay, die machen öfter Probleme als einem lieb ist. Gell? Jo, also, probiert das mal aus, gell? Geht's hier diese Sachen, diese speziellen, besonderen Möglichkeiten des Zugriffs ausprobieren, gell? Geht's da auch so minimales Skript schreiben, gell? So wie zum Beispiel dieses aus da, gell? Geht's die Parameter mal untersuchen, was da kommen, gell? Geht's dann ausgeben, gell? Und schauen, ob sie dort eben mit eben die Informationen über den Exit Code, gell? Die eigenen Prozess-ID und so weiter alles auslässt und ausgibt und mal schaut, ob das dann auch alles seine Richtigkeit hat, gell? Okay, jo, viel Erfolg!